Hallo, liebe Freunde der motorisierten Fortbewegung auf zwei Rädern. Heute möchte ich euch herzlich hier aus Neviges begrüßen. Von hier aus starten wir zu einer Tour an der Ruhr entlang. Von der Grenze des Bergischen Landes hinein ins Ruhrgebiet. Und eins sollten wir nicht vergessen: Die Pausen sind auch sehr wichtig. Apropos Pausen. Dazu möchte ich euch meinen Bruder vorstellen. Ein Hallo auch von mir. Ja, mein Bruder. Mit Pausen kennt er sich aus. Seine Pausentipps sind wirklich Gold wert. Jetzt sind wir zwischen Kettwig und Werden im Schevener Hof, direkt an der Ruhr gelegen. Ein idyllisches Plätzchen. So, und nun geht's weiter. Unser nächstes Ziel ist Essen-Kupferdreh. In Kupferdreh gibt es den alten Bahnhof Kupferdreh, der zu einem Restaurant umgebaut ist. Lukas heißt es, und an schönen Tagen ist es rappelvoll. Und weiter geht es an der Ruhr entlang Richtung Dortmund-Hohensieburg und dem Hengsteisee. Übrigens, hier rechts hinter der Leitplanke fließt direkt die Ruhr. Wir werfen jetzt einen Blick auf die Ruine der Hohensieburg und dem direkt daneben stehenden Finketurm. In unmittelbarer Nähe befindet sich noch ein Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm I. Der Blick von der Terrasse reicht bis ins Sauerland. Aber jetzt geben wir mal Gas.